Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Chamberlain, hat meine Regierung die Absicht, in Südafrika andere Verhältnisse zu schaffen. Das heißt also eine Auseinandersetzung mit den Buren. Können wir denn das verantworten? England ist von der Vorsehung dazu berufen, die Erziehung der kleinen und rückständigen Völker zu übernehmen. Ich darf Eure Majestät daran erinnern, dass dies ein alter und bewährter Grundsatz unserer Politik ist. Sind denn diese Buren so rückständig? Es ist unvorstellbar, wie tief der Kulturzustand dieses Volkes ist. Wie äußert sich das? Sie wehren sich gegen das größte Glück, das es für Menschen unserer Zeit geben kann, Untertanen Eurer Majestät zu sein. So. Sie wehren sich? Sie sagen, dass Sie lieber sterben wollen, als Engländer werden. Wundern Sie sich darüber, Chamberlain? Offen gestanden, ja. Diese Buren. Braun, ich friert zum Kamin. Diese Buren haben zu viele Freunde. Die Franzosen, die Holländer, die Deutschen. Ihre Engländer haben keine Freunde in der Welt. Sie halten uns für Räuber. Sind Sie Räuber, Chamberlain? Ich darf Eure Majestät darauf aufmerksam machen, dass kein anderes Volk so fromm ist wie das Englische. Ich habe gehört, dass die Buren auch fromme Leute sind. Aber nicht in der richtigen Form. Woraus schließen Sie das? Sie sind arm und klein geblieben. Arm? Meine Medizin! Wovon leben denn diese Leute? Von Viehzucht und Ackerbau. Sie sind sehr bedürfnislos. Und deshalb glauben Sie, dass wir den ganzen burischen Staat uns einfach nehmen können? Es ist unsere Pflicht, das zu tun. Ach, Chamberlain, wir haben genug Ärger in Indien. Aber Indien ist reich. Was sollen wir uns mit diesen armen, schmutzigen Bauern da unten in Afrika herumquälen? Im Lande der Buren ist Gold gefunden worden. Gold? Ja, warum sagen Sie das jetzt? Das ist natürlich wichtig. Das ändert die Situation. Woher wissen Sie von dem Gold? Ich habe einen Geheimbericht von Cecil Rhodes. Rhodes? Das ist der Abenteurer in Südafrika. Eine dunkle Gestalt, Chamberlain. Der Mann soll einen schlechten Ruf haben. Die Männer, die England groß machten, hatten immer einen schlechten Ruf. Viel Gold, sagten Sie? Sehr viel Gold, Majestät. Sehr. So viel, dass wir unendlich reich sein werden. Wenn bei den Buren Gold zu finden ist, dann gehört das Land uns. Das ist wahr. Ich danke Euer Majestät für dieses Wort. Nur der Engländer ist in der Lage, Reichtum zu ertragen, ohne gottlos zu werden. Ich darf also die Zustimmung Eurer Majestät zu den von der Regierung vorgesehenen Maßnahmen als gegeben ansehen? Was für Maßnahmen? Eine Braun? Bitte. An den Grenzen des burischen Staates sind Unruhen ausgebrochen. Sie haben viele englische Missionare hingeschickt. Es ist bekannt, dass die englische Mission überall in der Welt mit Erfolg arbeitet. Haben die Missionare auch genügend Munition und Gewehre bekommen? Davon ist Eure Majestät Regierung nichts bekannt. Nichts bekannt. Nichts bekannt. Kann man sich denn mit diesen Buren nicht in Güte einigen? Das halte ich für ausgeschlossen. Aber eine Einigungsformel lässt sich doch leicht finden. Die Buren übergeben uns das Gold und wir übernehmen die Sorge für ihren Staat. Ja, aber mit Präsident Krüger kann man nicht verhandeln. Warum nicht? Er ist kein Gentleman. Woraus schließen Sie das? Er ist misstrauisch gegen uns. Hat der Mann nicht recht, Chamberlain? Aber mit einem Menschen, der an unserer Versprechung zweifelt, kann man doch nicht verhandeln. Ich verstehe. Herr Krüger ist Ihnen zu schlau. Ich
Ich muss allerdings gestehen, dass unsere altbewährten Methoden nicht den geringsten Eindruck auf ihn machen. Bei einem Vertrag kommt es immer nur darauf an, wer der Benachteiligte ist. Meine Regierung muss doch imstande sein, einen ungebildeten Bauern hinter das Licht zu führen. Ich will mein Möglichstes tun, aber der Krieg wäre einfacher. Verträge sind billiger als Kriege. Wer hält heutzutage noch einen Vertrag? Außerhalb Englands gibt es noch solche Leute. Laden Sie Krüger sofort ein. Nach London? Ja, natürlich. Sie sollen Ihren Krieg haben, meinetwegen, Chamberlain. Aber es wäre sehr wirkungsvoll, wenn Sie vorher den Präsidenten Krüger noch einmal zu Verhandlungen aufforderten. Damit beweisen wir der ganzen Welt unseren guten Willen. Krüger wird nicht kommen. Umso besser. Dann haben wir den Schein des Richtes auf unserer Seite.